Hallo und willkommen, liebe Freunde von Begegnung mit Böhmen. Es ist Weihnachtszeit. Und dieses Jahr eine ganz besonders stille Weihnachtszeit. Allerdings. Und damit es nicht ganz so still ist, gibt es an diesem Samstag die vierte Adventslesung. Und die haben wir beschlossen, machen wir gemeinsam. Ich, manche kennen mich, Gerd Burger, der die Klösterreisen macht und auch andere Reisen, literarischer Übersetzer von Beruf. Und ich bin Barbara Krohn, Schriftstellerin und seit fast 30 Jahren mit Gerd Burger liiert und in einem Haushalt lebend. Anders wäre das überhaupt verboten in Bayern und anderswo. Genau. Wir lesen am Samstag um 17 Uhr zwei Texte. Der eine spielt in Regensburg, eine Weihnachtsgeschichte aus Regensburg. Das ist dann der Heimathafen von Begegnung mit Böhmen, wie alle wissen. Und der zweite spielt in ganz woanders, wo Böhmen nicht hinfährt, nach Italien. Nach Süditalien. Genau. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns am Samstag um 17 Uhr auf diesem Kanal. Und bis dahin alles Gute. Bleibt gesund. Servus.